Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich freue mich riesig drauf, heute hier weiterbauen zu können an dieser Base. Und wir schnappen uns mal alles, was wir brauchen. Wie töte ich denn das jetzt? Ei. Ich erinnere mich. Ja. So ist das halt, wenn man sich selber versorgen muss. Da muss man durch. Wir hängen das gleich auf. Oh, es ist grausam. So. Ja, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe hier mal angezeichnet. Schaut mal. Und zwar, ui, der Kopf, würde ich hier diese Spikes hinmachen wollen. Und da soll jetzt auch der Fokus drauf liegen. Ich erwarte ja bald Besuch, auch von etwas größeren Gegnern. Und deshalb würde ich sagen, Fokus liegt heute drauf. Ich möchte hier und auf der anderen Seite unsere Base schützen. Sprich, wir brauchen jede Menge Baumstämme. Und wenn wir uns hier soweit geschützt haben, ich würde die Mauer dann einfach hier so weiterbauen, dass die von hinten nicht rankommen, weil was ich eigentlich machen möchte, ich möchte hier noch weiterbauen und möchte dann irgendwie hier runter zum Strand kommen. Also mit so einem Weg oder sowas, müssen wir mal noch schauen. Und dann eine Treppe runter und die muss natürlich auch geschützt werden. Aber first things first, ich würde jetzt hier weiterbauen wollen. Stöcke, Steine, alles Mögliche rein, immer Stück für Stück. Und natürlich noch Stämme holen. Und ich würde sagen, hier drüben sieht es aus, als ob sehr, sehr viele Bäume auf einem Haufen stehen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns da nochmal ein paar richtig schöne Bäume freisprengen. Zum Beispiel, lass uns mal schauen, hier stehen einige. Vielleicht, wenn ich... Die stehen sehr weit voneinander entfernt, die hier. Hier oben stehen ein paar große. Vielleicht hier, wenn ich es hier ungefähr reinwerf. Aber dann werden die hier vorne nicht erwischt. Gut, ein paar können wir ja von Hand machen, ist ja kein Problem. Gibt uns ja auch Stärke. Wir können die jetzt ja mal so wegklopfen. Das sollte kein Problem sein mit der modernen Axt. Und dann schauen wir uns die Lücke an, ob das tauglich wäre. Wir brauchen ja sowieso unendlich viel Stämme. Von dem her müssen wir da wirklich alles freiklopfen. So. Hau mal hier durch, bitte. Jawohl. So, und die rollen jetzt sowieso runter. Also ich finde, hier wäre eine schöne Ecke. Wir haben das Potenzial auf 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich es hier reinwerfe, kriegen wir vielleicht... Hier wäre auch nicht schlecht, oder? Wisst ihr was? Wir probieren es. Ich mache das mal eben. Und zwar würde ich gerne... Vielleicht haben wir die Chance, dass die... So, schauen wir mal. Man muss das echt gut berechnen, wie so ein Statiker. Wohin fällt's, wen erwischt's? Ja, ich glaube, war gar nicht so schlecht. Ja, gibt bessere Stellen auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, den Rest machen wir einfach so. Und dann holen wir uns ein paar Stämme. Ah, herrlich, 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 herrlich. So. Und heute bin ich auch richtig guter Dinge hier, weil bei uns ist heute mal nicht ganz so heiß. Weil gestern ist hier so eine, ganz in der Nähe irgendwo, eine Mülldeponie abgebrannt. Und ja, tatsächlich ist es seitdem ziemlich bewölkt. Oder war es zumindest. Und ja, ist alles wieder gut. Man riecht es auch kaum. Ist schön weggezogen. Aber dadurch war die Sonne nicht so stark draußen. Und alles ist ein bisschen runtergekühlt. Das ist ganz cool. Also hier zumindest mein Zimmer. Und ab nächste Woche habe ich, glaube ich, endlich die Klimaanlage hier drin. Die wollen, glaube ich, Anfang nächste Woche oder so kommen. Und dann ist es ein echter Gamechanger hier. Weil sonst sitze ich hier immer, habe den Computer an, habe hier drei Lampen an und alles. Und es ist echt Horror. Wenn du morgens schon, keine Ahnung, 35 Grad hast und hier ist halt bei mir Sonnenaufgang auf der Seite und da ballert die Sonne direkt voll zum Fenster rein, das ist nicht gut. Da sitze ich dann hier immer und irgendwann vergeht mir auch so richtig die Lust dabei, wenn ich hier halt voll, ja, am Schwitzen bin und du bist dann echt fix und fertig nach so einer Folge. Und deshalb, ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn ich hier endlich die Klimaanlage bekomme. Das wird richtig cool. Cool ist da tatsächlich auch das richtige Wort dafür. Das bedeutet, ich fahre noch mal ein Stück rüber. Bedeutet in Zukunft noch coolere Videos von mir. Also wirklich.
Könnt ihr euch drauf freuen. So, zwei gehen, glaube ich, noch drauf. Oder einer. Nochmal einer. Yes. So, wir müssen den auch immer schön vollpacken, sonst fahren wir umsonst oder halt sinnfrei durch die Gegend. Und jetzt freue ich mich drauf. Jetzt machen wir mal die Seite hier. Die kommen zwar... Nee, komm, die kommen immer von der anderen Seite. Machen wir mal zuerst die Seite fertig. So, dann lass stehen. Achso, das ist ja... Ja, ich muss immer wieder umstellen. Sorry, Leute. Das ist tatsächlich manchmal ein bisschen verwirrend. So. Und jetzt würde ich... Aber eigentlich dieses Bauens anzeigen ist so echt easy. Frage. Wenn ich das jetzt so mache, dann dürfte ja niemand vorbeikommen. Wir machen's. Jo, das reicht. Von der Seite sind wir safe, denke ich. Cool. Yes, schon fertig. Wunderbar. Und das oben habe ich gesehen, guckt ein bisschen raus. Unser Kamin, den werden wir auf jeden Fall nochmal neu setzen. Und mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Bevor es langweilig wird, weil ich habe mir vorgenommen, ich will in der nächsten Folge den modernen Bogen holen. Auf jeden Fall. Den finde ich nämlich richtig cool. Der macht auch ordentlich Damage. Und die Höhle hat es ja richtig in sich. Aber ich muss tatsächlich gestehen, diesen Höhlenabschnitt, bevor es runtergeht, du musst ja reintauchen dazu, den habe ich noch bildlich vor Augen. Und ich habe den noch nie gecleared. Ich bin da immer rein und durchgerannt und dann dachte ich mir, warum nicht, also warum dann vorher so einen Stress machen? Wir versuchen einfach, das komplett so zu machen. Ich versuche einfach durchzurennen, so gut es geht, und dann holen wir uns einmal den Bogen raus. Fertig aus, würde ich sagen. Und das dann beim nächsten Mal oder vielleicht starten wir auch heute schon rein. Ich weiß es nicht. Aber wir sollten auch mal wieder Wasser abkochen und so Zeug. So, jetzt ist hier irgendwo unser Hasenkäfig. Oh, den muss ich auch mal wieder aufspannen. Sonst bringt es ja nichts, wenn wir den hier stehen haben. Und wir können was essen. Wir sind, glaube ich, gut versorgt heute. Yes. Und weiter geht's. Ist gar nicht so viel, wie man denkt. Also zumindest, wenn ich es nahe an der Base halte, also nicht zu weit nach außen verfrachte. Und wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wo wir dann unsere Fallen platzieren. Ja, das hier kommt ja irgendwann weg. Das soll ja nach oben verfrachtet werden. Und dann, ja, müssen wir halt schauen, kommen die von hier unten? Dann müssten wir mal versuchen, dann würde ich vielleicht hier so mit Palisaden arbeiten, die so Stück für Stück sind. Also nicht an einem, aus einem Guss, dass wir alles absperren, sondern vielleicht hier so eine kleine Mauer oder so eine Defensive Wall können wir ja auch machen. Wisst ihr, dass wir hier so Defensive Spikes hinsetzen, hier zum Beispiel und hier. Das muss ja auch nicht immer zu 1000% Nutzen haben. Das kann ja einfach nur ein bisschen gut aussehen. Aber ich vermute, dass die hier hochkommen. Oder eben hier von der anderen Seite. Und dann müssen wir den Weg so ein bisschen verbarrikadieren, dass die vielleicht so eine oder zwei Schneisen haben, wo sie durchlaufen. Und dort eben dann die Fallen platzieren. So dass wir aber auch immer noch einen guten Weg haben, dran vorbeizulaufen. Jetzt müssen wir mal schauen. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Weil hier ist ja ziemlich viel freie Fläche. Und die können wir ja nicht komplett mit Fallen zusperren. Das geht ja natürlich nicht. Aber lasst uns mal schauen. So. Und ich mache das jetzt auch... Ja, genau. Das hast du super gut gemacht. Yeah. Wie ist denn das passiert? Ja, ich kann nicht so viel Zeit entbehren gerade, um einfach schon mal eine Mauer fertig zu bauen. Ich hoffe, euch macht es trotzdem Spaß, mir hier ein bisschen zuzuschauen, wie ich hier Baumstämme einsammle und über Gott und die Welt philosophiere und über Klimaanlagen. Genau. Ja, freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Deshalb muss ich das auch immer wieder erwähnen. Bleib stehen. Bin auch super gespannt, wie sich das dann... Beziehungsweise aktuell habe ich noch keinen Stromzähler hier drin. Das bedeutet, ich zahle dafür auch noch gar nichts. Von dem her Klimaanlage volle Power, würde ich sagen. So, hier sind wir schon fertig. Das ist auch cool, weil von der Seite dürfte uns dann niemand was können. Und die Spikes müssen wir natürlich noch setzen. Und ansonsten, ich mache trotzdem mal erst auf der anderen Seite weiter, dass wir sehen, wo es lang geht. Bevor wir Besuch bekommen, solange ich keinen Besuch mehr habe, baue ich so schnell wie möglich.
Ja, vorher sind sie hier vorbeigerannt, jetzt will keiner mehr was wissen. So, dann würde ich sagen, so nah wie möglich dran. Ja, die haben jetzt natürlich das Problem, dass die dann, also ich könnte jetzt das hier rumziehen natürlich. Wäre vielleicht sinnvoll. Oder ich lasse es hier nach unten laufen, bis zu der Klippe. Das ist natürlich mächtig, aber schauen wir es uns mal an. Das, nein, läuft schön vorbei. Weiß ich noch nicht. Weil ich möchte später, lass uns da mal ein bisschen rumexperimentieren, habe ich gerade Bock drauf. Ich möchte ja später von hier irgendwie weglaufen können. Also sprich, machen wir es mal so. So. Weiß noch nicht, wie das aussehen wird. Boah, das ist natürlich mega hoch. Egal, machen wir es mal. Quasi das. Das würden einige Stämme, wenn ich so weit nach vorne ziehe. Machen wir es mal bis hier. Mit Absicht jetzt nur bis hier. So. Und jetzt, ich glaube, so wäre es okay. Rastet es nicht so ein Stück ein, wenn ich das richtig mache? So. So zum Beispiel. Ist zwar jetzt auf einer Seite auf, ist aber nicht tragisch. Wir wollen es ja sowieso verbarrikadieren, dass die da nicht hinkommen. Wären wie viele Stämme? Das geht doch. 41 geht, das kriegen wir hin. Aber dann ist natürlich von hier ultra hoch. Ja, oder ich mache es gleich so, dass wir von hier einfach eine Treppe nach unten bauen. Ich muss ja nicht so weit rauslaufen. Ich kann ja auch Folgendes machen. Stairs. Die muss ich ja gar nicht so. Aber wenn ich es nicht nah ransetze, dann weiß ich nicht, welche Höhe ich brauche. Die Höhe. So. Wisst ihr, dass wir hier runterkommen? Oh, das macht er gar nicht. Ist ihm schon wahrscheinlich zu weit. Schaut mal. Ein bisschen zurück. Vielleicht schaffen wir es wenigstens auf diesen Vorsprung. Ah, das mag er nicht. Dann vielleicht hier. Vielleicht ändert es ja was. Ach, es wird schon wieder dunkel. Das geht immer so schnell. Ich mache es jetzt einfach mal so. Weil wir hier ein bisschen mehr Gras noch haben und Steine. Nee, das ist ihm wahrscheinlich zu steil. Okay, bis hier wird man hinkommen, aber schaut mal. Ich finde, sieht nicht schön aus hier. Da müsste noch eine Stufe dran. Aber dann wäre es nicht schlecht. Weil dann könnten wir hier ja den nächsten Absatz bauen. Bis hier nach vorne. Und wisst ihr, dass es so stufenförmig nach unten geht? Das würde ich cool finden. Und dann könnten wir hier noch eine zweite Palisade ansetzen. Boah, wo war's denn nochmal? Nicht blind, blöd, dumm. Ach, hier war's ja. Genau, dann könnten wir das ja hier auch schützen, indem ich mach's jetzt einmal mal so auf die Schnelle, indem wir hier auch so ein Ding bauen. Und dann kommen wir hier komplett safe nach unten. Wisst ihr, haben so einen Korridor. Ist schon wieder blaue. Und dann würde ich es hier aber so stufig machen, dass wir so an der Seite runtergehen. Das würde ich halt richtig cool finden. Ja, why not? Also ich mache das nochmal weg. Und die Treppe würde ich aber auch nochmal wegmachen, weil die gefällt mir noch nicht tausendprozentig. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ansonsten müssen wir es halt auf mehrere Ebenen machen. Kleine Treppe, nochmal ein Fundament, kleine Treppe. Vielleicht ist das der bessere Weg. Aber ich würde sagen, hier machen wir zu. Halt eine sehr, sehr lange Mauer. Aktuell 110 Stämme. Aber noch viel erstaunlicher, 160 Felsen. Ist nicht gut. So, also wir fangen an. Wenn wir nicht anfangen, werden wir nie fertig. Los geht's. So, jetzt sehe ich halt nichts mehr. Wisst ihr was? Ich mach's mal so. Ich mach einen kleinen Schnitt. Ich hole mal ganz kurz Wasser da drüben in diesem Tümpel. Koche das hier ab und nächtige mal. Oder nicht? Boah, ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock auf den. Und wir haben noch kein Bett gebaut. Ja, und zwar, weil ich das hier oben eigentlich baue. Ei, 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 ei. Okay.
Wisst ihr was? Ich versuche mal mein Glück, ob ich kurz schlafen kann. Vielleicht schaffen wir es. Augen zu. Yes! Glück gehabt. Ich hatte jetzt gerade echt keinen Bock auf den Besuch. So, erstmal Hase zum Frühstück. Und dann hole ich trotzdem mal kurz Wasser und koche das mal ab. Wir sehen uns bis gleich. So, wir sind wieder versorgt und ich habe schon vorgearbeitet. Ich habe nochmal angezeichnet, dass wir uns hier natürlich auch, weil das war ja das Problem, wo die Blauen gekommen sind, dass wir hier angegriffen wurden. Irgendwie sieht es nicht schön aus, weil das hier so ein bisschen Unebenheiten hat, aber kann ich auch nichts machen. Da müssen wir durch. Aber sicher ist sicher. Da würde ich mich jetzt mal zuerst dran machen, dass wir uns zumindest auf unsere Palisade zurückziehen können. Und da ich jetzt geschlafen habe, nee, die Stämme sind noch da. Die rollen dann immer so ein bisschen oder tendieren dazu, in alle Himmelsrichtungen zu rollen. Aber sie sind noch da. Dann geht es direkt weiter im Text. Aber ich freue mich voll, das macht so Laune. Ganz anderes Spielgefühl, hatte ich ja schon gesagt, als im Sons of the Forest. Und trotzdem macht es einfach Bock. So, waren hier nicht noch welche? Da gehen wir kurz zu Fuß hin. So. Und ja, was ist mir sonst noch eingefallen? Genau, wir müssen noch Schildkrötenpanzer holen. Wir sind ja hier direkt an der Küste, aber ich bin mir nicht sicher, wo die immer genau spawnen. Ein Platz weiß ich sicher und das ist bei der Yacht und das ist ja gar nicht so weit weg. Das bedeutet, da können wir eigentlich auch mal einen kurzen Ausflug hinmachen. Gerade eben kam so ein kurzer Regenguss und das ist halt immer richtig gut, wenn du dann gleich deine Wasservorräte auffüllen kannst. Das würde ich dann auch mal kurz zwischenbauen wollen. So, jetzt machen wir aber erstmal hier weiter, ganz in Ruhe. Ist schon wieder hier Hektik angesagt. Nein, natürlich nicht. So. Ja, auch hier ist er irgendwie am Ende so hoch gesprungen, aber es gibt nur die Option oder mit ziemlichem Abstand hier zu bauen. Und dann tendiere ich lieber dazu, nicht schön, aber selten. Und wir sind dafür sicher. Und ja, das Thema Steine sammeln ist halt echt schwierig, solange wir noch nicht den Beutel haben. Das bedeutet, ich würde fast sagen, es würde sich jetzt voll anbieten, dass wir einmal ganz kurz einen Ausflug machen hier durch den Wald zur Yacht. Um zu schauen, ob wir so einen Schildkrötenpanzer kriegen, damit wir das hier ent. Ne, wo ist es? Habe ich es schon aufgebaut? Ich habe es nicht aufgebaut. Dann lasst uns mal anzeichnen. Wir brauchen nämlich unbedingt so ein. Das hier, so ein Wassersammler. Ich will den gar nicht so nahe dahin bauen. Kann auch sein, dass ich das hier nochmal wegmache. Weil wir. Wir machen hier einen hin. Hier und. Auf jeden Fall zwei. Und hier vielleicht. Genau, einen haben wir. Und dann können wir nämlich nochmal einsammeln. Zwei Minimum, wenn nicht sogar drei, würde ich sagen. Und wir sind gestärkt. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Ausflug. Und wenn wir unterwegs Rehe sehen, dann würde ich natürlich schauen, dass ich die so schnell wie möglich erledige. Dass wir nochmal diese Rehhaut bekommen. Weil ohne diesen Steinbeutel, ganz ehrlich, macht es überhaupt keinen Spaß, die Palisaden zu bestücken. Und ich laufe jetzt auch mit Absicht ein bisschen durch den Wald. Damit wir eben schauen können, wo die Rehe sind. Weil sonst würde ich einfach. Aber ich halte mich so ein bisschen an der Küstenlinie natürlich. Ja, weil da ist tatsächlich so, ich weiß, drüben bei dem großen See hat es, glaube ich, Rehe. Wobei ich da jetzt letztes Mal auch keine gefunden habe. Die verstecken sich irgendwie. Die verstecken sich vor uns. So. Hier ist, ne, hier ist das Camp. Jetzt muss ich überlegen. Da muss ich, glaube ich. Ah, wir kriegen ja wieder massig Pfeile hier. Nee, komm, wir skippen das Camp mal. Das bringt ja nichts. Ich glaube, so leicht schräg nach rechts muss ich dann. Weil wir sind gar nicht weit weg von der Yacht. Nicht, dass ich dran vorbeilaufe. Hier unten irgendwo. Zur Not mache ich im Zurücklaufen einen kurzen Schwenk. Wenn wir jetzt keine Rehe finden. Und es scheint nicht so zu sein. Gefühlt ist immer so, wenn du keine Zeit hast und auch keine Rehe brauchst, oder zumindest keine Zeit hast, dann rennen die dir überall vor die Hacken. Aber wenn du wirklich mal welche brauchst, dann sind keine zu finden. So, ist nicht hier? Was nicht hier? So, kurzer Schnitt. Ich hoffe, man merkt sich also. Ich musste ganz kurz weg, weil meine Hunde entschlossen haben, dass die Gartenfirma, die vor unserem Haus immer die Pflanzen wässert und die Beete macht, eine Bedrohung für Leib und Leben ist. Oh, schaut mal. Wie cool. Oh. Nicht cool, Babys, oder? Oh, Igitt.
die uns gesehen. Kann ich ganz kurz, kann ich, wie war das nochmal? So. Oh, wie cool, die machen wir auf jeden Fall. Das ist ja lustig. Hallo. Bitte haben Sie Angst vor uns. So viel Angst verspüre ich jetzt. Also ich verspüre Angst, aber Virginia hat keine Angst. Gehen Sie weg von uns. Warum ist die so schnell? War die schon immer so schnell? Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass sie nicht so schnell ist. Habe ich nicht noch Rüstung? Doch. Wo ist sie denn? Ja, hallo. Oh, oh. Die vielen Babys machen mir natürlich auch Sorgen. Und nochmal einer. Und ausweichen. Nochmal einer. Yes! So, ja. Die kleinen Babys, die würde ich versuchen. Erstmal Abstand. So. Achso, die beide fliegen ja nicht so toll. So, Baby Nummer 1. Baby Nummer 2. Schlimmster Albtraum, Babys, du. Echten Leben und im Spiel. Nein, Spaß. Oder doch nicht? Ist es tot? Ich schieße lieber nochmal. Es scheint tot zu sein. So, jetzt sammeln wir unsere Pfeile wieder ein. Weil, das haben wir uns verdient, dass wir die nicht verschenken. Ja, cool. Ah, ich feiere das. Wenn die einzeln kommen, dann geht's ja noch. Und wir haben natürlich uns eine Rüstung wieder verdient. Los geht's. Rüstungsständer müssen wir auch noch aufbauen. Und vor allem, wenn du die hier so auf einer freien Fläche hast, dann geht's halt echt. So, ich rüste aber trotzdem wieder die guten Pfeile aus. Oh, Fisch. Ja. Interessant, dass die jetzt schon hier rumschleichen. Oh, also wir müssen unsere Palisade fertig bauen, auf jeden Fall. Cool. So, da ist doch die Yacht. Wunderbar. Haben wir doch schon Ziel 1 erreicht hier. Und genau, hier liegen noch eine Menge Koffer, die haben wir noch nicht geöffnet. Würde ich jetzt mal machen. Wir können ja alles Mögliche schon wieder gebrauchen. Alles bis auf, genau. Tschüss. Warum so viele Tennisspieler hier auf der Insel gelandet sind. So, hier haben wir noch einen. Ach, ist schön. So, dann schauen wir mal, ob die Schildis schon da sind. Ich mache das sehr ungern, weil ich mag Schildkröten. So, guten Tag. Die brauchen, glaube ich, immer so ein paar Sekunden, oder? Wir warten mal hier. Da kommen sie doch. Da kommen sie. Wunderbar. So, was können wir hier sonst noch anstellen so lange? Uns erholen, uns ausruhen. Wir können uns natürlich auch so einen Kopf mitnehmen. Ich glaube, das geht, oder? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es ging. Ja, es ging. Juhu. Njam, 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 njam. Da kommen sie. Ja, jetzt muss ich wieder was tun, was ich sehr ungern tue. Augen zu und durch. So. Ja, ja, ja. So, und wieder zurück, würde ich sagen. Ja, diese schönen Meeresschildkröten. So eine große habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Wir waren letztes Jahr in Veracruz, aber da war schon, da waren die nachts da und am nächsten Tag hat man nur noch gesehen, wo die halt gebuddelt hatten und so. Und dann haben wir einmal noch gesehen, wo die Babys geschlüpft sind. Das war auch ziemlich cool. Aber so eine große, so in Gänze habe ich noch nicht gesehen. Noch nicht in freier Wildbahn erspähen können. Wie gesagt, ich mache jetzt so eine kleine, weiß nicht, so eine kleine Runde hier. Also nicht straight wieder zurück. Weil ich hoffe, irgendwo Rehe zu finden. Lasst mich da mal schauen. Ansonsten würde ich nämlich tatsächlich, weil wir brauchen die Dinger halt unbedingt... Und wie viele davon brauchen wir denn? Eins haben wir und wir brauchen... Ah ne, wir hatten gesagt, es ist wahrscheinlich Wildschwein. Verflucht. Aber egal, wir können mit zwei Stück die
Speer, nee, Speer brauchen wir auch Wildschwein dazu. Oh Mann. Da können wir immerhin den Wasserschlauch machen und das ist ziemlich gut, den brauchen wir auch. Ja, dich brauchen wir nicht. Ja, stimmt. Dann würde ich nämlich fast sagen, wir müssen mal nach Norden gehen. Warte, was? Ja. Wir müssen mal nach Norden gehen, um Wildschweine zu suchen. Ich glaube, irgendwo im Nordosten oder so. Also hier im Norden, wo von unserem Sticker, wo diese Landbrücke durchs Wasser nach Norden geht, da müssen wir, glaube ich, hin. Ja, da kann ich eigentlich auch zurücklaufen, dann ist ja gar nicht mehr so tragisch. Ich höre immer Geräusche. Lauf mal einfach zurück. Und wenn wir eins finden, finden wir eins. Wenn wir keins finden, dann halt nicht. Stimmt. Hatte ich schon wieder vergessen. Aber was wir machen können nebenher, wir brauchen Sticks. So. Naja, der ist im Leben nicht. So. Ich bin schon wieder nur am Rennen. Naja, wenn du schon so direkt vor uns rumläufst, dann nehme ich die auch mit. So, war das nicht gerade ein Reh, das Geräusch? Ich weiß es nicht. Ja, cool. Virginia. Ah, ist doch schön. Aber irgendwie auch gruselig, wenn man denkt, dass die aus unserer Sons of the Forest Virginia entstanden ist oder dass es zumindest irgendwie so eine extended mutierte Version davon ist, ist schon gruselig irgendwie. Und ekelhaft. So. Ah ja, hier ist ja der große See, genau. Dann würde ich jetzt links, rechts. Ich würde rechts rumgehen. Und Hunger habe ich auch, aber nee, komm. Die Riegel will ich mir aufsparen, falls wir mal unterwegs sind und dann nichts mehr dabei haben. Die finden wir zwar immer wieder, aber trotzdem sind sie ja irgendwie wertvoll. Von dem her würde ich die jetzt mal aufsparen. Und ja, ansonsten würde ich vielleicht, jetzt schaue ich auf die Uhr, ich will auf jeden Fall noch ein paar Stämme reinballern. Würde ich hier an der Stelle ganz kurz einen kleinen Schnitt machen, gehe zurück zur Base, kümmere mich ums Essen und dass wir wieder frisch sind. Besuch kriegen wir auch wieder und würde dann noch irgendwo, vielleicht hier oder so, oder mit der Axt noch ein paar Stämme holen auf jeden Fall, dass wir gemeinsam. Jetzt habe ich den echt geworfen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Ich will den immer im Kopf treffen, weil sonst, genau, taumelt er nur zurück. Und mit einem Kopftreffer ist es echt gut. Und jetzt holen wir unseren Speer wieder. Beruhigen Sie sich. Komm, ich nehme Sie gleich mit hier. Okay, trotzdem gesagt, getan. Ich mache noch ein paar Baumstämme, dass wir da gemeinsam noch ein Stück Land sehen. Bis gleich. So, ein bisschen was habe ich gemacht. Ich nutze auch tatsächlich immer wieder die Chance. Manchmal wachsen die auch direkt hier wieder nach, wo wir schon unterwegs waren. Dann nehme ich die natürlich auch hier. Ist zwar da nicht viel, aber besser als immer wieder weiter reinzulaufen. Und tatsächlich ist es aktuell so, dass wir schon tatsächlich immer weiter hier in den Wald reinlaufen müssen. Und ja, deshalb nutze ich die immer so, sobald die nachgespawnt sind, werden sie wieder umgeschlagen. So. Wir die alle hier in Reichweite rein und dann fahren wir hoch. Und so machen wir das Stück für Stück. Hier vorne gibt es wieder eine Stelle, finde ich, wo einige dicht beisammen stehen. Da könnten wir vielleicht nochmal eine Dynamitstange probieren. Und ansonsten habe ich direkt geschlafen auch. Und hatte auch Besuch, aber konnte den irgendwie umgehen. Also ich wurde dann aufgeweckt beim Schlafen und habe es dann nochmal versucht und dann hat es geklappt. So, war das schon alles wieder? Ja. Ein Stück im Zweifel nur, wenn man zwei Bäume umschlägt. Lass uns mal schauen. Ich würde gerne die Türe hier vorne zumachen wollen. Und dazu brauchen wir, glaube ich, nur noch einen. Genau. So, und jetzt habe ich das leider. Lass mal schauen, ob es geht. Es sind jetzt zwei Einzeltüren. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Und, oh, wir haben schon wieder was hier in unserem. Ja, ist okay. Ist natürlich praktisch, wenn es gleichzeitig aufgeht. Aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. So, tut mir leid. Tut mir leid. So, heute haben wir auch schon echt viel. Spannen das mal gleich wieder auf. Und hier unten sind auch schon wieder welche rumgerannt. Also, das wird ziemlich cool. Wir müssen uns nur wirklich um diese Steinbeutel kümmern. Das ist richtig ätzend, wenn das nicht funktioniert. Oder wenn man da immer nur vier, fünf Steine aufsammeln kann. So, und die packen wir jetzt nur hier an der Seite rein.
Und dann sollten wir uns natürlich auch darum kümmern, dass wir in unserer Base schlafen können. Und dazu würde ich fast sagen, wir nehmen doch mal die verbleibenden Stämme und packen die drinnen in die Leiter. Wo sind wir denn? Hier. So. Ich fahre jetzt nicht rein, das machen wir kurz so. Weil das Bett soll auf jeden Fall oben hinkommen. 7, okay, 13, oje, 6 Stück. Da muss ich nochmal gehen. Aber dass wir schon mal aufs Dach können, weil zur Not stelle ich einfach mal ein Bett oben drauf. Auch wenn wir jetzt keine Wände und keine Decke dann oben haben, ist nicht ganz so tragisch, weil dann können wir zumindest schon mal schlafen und müssen nicht immer nach draußen. Hat genau gereicht, wunderbar. Dass wir sagen, also ich kann schon mal anzeichnen natürlich die Wände, das ist klar. So, sollte es ja mal werden. Und natürlich will ich hier rausschauen und ich will auch hier rausschauen. Und hier will ich auch. Und hier auch. So. Wir müssen ja nicht überall eins haben. Ja, komm, hier noch eins. So. Und dann würde ich ein Bett aufbauen. Und zwar gibt es ja, glaube ich, nur das hier. Das ist nicht schön, aber selten. Das würde ich jetzt einfach hier in die Ecke stellen. Mach's mal so. So, was brauchen wir denn? 17 Stöcke, jawohl, komm, das machen wir ganz kurz, weil dann kann ich dort speichern. Und dann brauchen wir nicht mehr diesen Jägerunterstand. Wir können ja natürlich stehen lassen, ist ja kein Problem. Aber dann sind wir in Sicherheit, wenn wir schlafen. Und vielleicht werde ich dann auch nicht mehr so oft unterbrochen und aufgeweckt. Müssen wir mal schauen. Komm, das Totem räumen wir auch kurz ab. Da gibt es auch Stoff und Steine. Sehr schön. So, 17 Stück. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht tragen auf einmal. Schauen wir mal, ob wir das noch zusammen hinkriegen. 11 Stück. Hier noch. So, jetzt haben wir 15. Kann sein, jetzt ist er voll. Ne, passt. 17. Komm, wir gehen gleich zurück. Das reicht auf jeden Fall schon. Und dann würde ich die Feuerstelle oben natürlich auch noch aufbauen wollen als nächstes, sodass wir hier unten wirklich das nur noch als, weiß nicht, Freizeitding benutzen können. So. Yes, okay. Es wird, Leute, es wird. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt brauchen wir das nämlich nicht mehr. Aber ich lasse es trotzdem noch. Wir wissen ja nie, zu was es noch gut ist. Kriegt wieder einen Schluck zu trinken. Und ja, ich würde sagen, ich habe noch so ein paar Minuten Zeit. Ich würde noch ein paar Stämme sammeln. Wird versuchen, das noch reinzumachen, dass wir hier auf dieser Seite noch vorankommen. Das ist jetzt die Prio. Und dann habe ich mir überlegt, ist mir eigentlich wichtiger, dass wir zuerst diese Steintasche bauen können. Weil hier haben wir die Sticks und den kleinen Beutel haben wir. Aber für die großen Steine hier haben wir noch nichts. Und da mache ich mich jetzt erstmal auf die Suche, weil irgendwie kriege ich es nicht mehr gebacken, wie das war, dass wir da auch eine Tasche bekommen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es eine Tasche gab. Ja. Und von dem her würde ich sagen, vielleicht schauen wir das nächste Mal, machen wir einen kleinen Ausflug hier nach Norden. Im Prinzip immer auf den Berg zu, weil dort gibt es gesichert Wildschweine irgendwo hier oben oder so. Oder hier in der Ecke, dass wir uns da mal ein bisschen eindecken damit. Und auch gleichzeitig so auf Tour gehen und ein bisschen looten, was uns so entgegenkommt. Und dann können wir das vielleicht direkt verknüpfen mit einem Ausflug in die Höhle, um den Compoundbogen zu holen. Das würde ich halt richtig, richtig cool finden. Und dann haben wir doch schon die Pläne für die nächsten ein, zwei Folgen. Freue mich, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.